Am letzten Tag des kalendarischen Sommers 2015, also dem 31. August, kamen sie zu Besuch. Alte Freunde aus dem Bergischen Lande. Welche Freude! Angefangen hatte es in der Schulzeit oder der Lehre und fortgeführt über 6 Jahrzehnte. Genauestens erinnern können wir uns an die schweren Zeiten nach dem Kriege, ebenso an den Wiederaufbau. Der Fleiß der Eltern und auch der eigene waren die Basis für unser heutiges Wohlergehen. Seien wir dankbar den Geschickes Mächten. Liesel und ich freuen uns immer wieder, liebe alte Freunde auf unserer Landscholle bewirten zu dürfen und zu können. Und so kommen sie der Reihe nach herein. Klaus Lenzing, Renate Lohmann, Renate Lenzing und Gerd Schröter. Nochmal. Gerd freut sich aus irgendeinem Grunde über die Terrakotta-Soldaten, die er verwechselt. Die stehen irgendwo in China. Bei uns ist das Ganze aus Meißen. Auch ein anständiges Etwas aus Sachsen. Liesels Küchlein sind einfach Weltklasse. Man sehe und staune immer wieder. Ein Verdauungsspaziergang durch den Garten ist einfach immer zu empfehlen. Und einen besonderen Begleiter haben wir immer hierbei. Das ist unser Kater Paulchen, den ich Ihnen hier vorstellen kann. Er ist der Liebling der gesamten Familie und unser Goldstück, wie Sie ein paar Mal noch sehen werden. Unsere Freunde sind gut zu Fuß und inspizieren daher den Garten und seine Besonderheiten, die Liesel über 4 Jahrzehnte gesammelt hat, so wie Gerd und Klaus hier von den Freudensprüngen unseres Kater Paulchens derart entzückt sind, dass Paulchen ein paar Salti schlägt. Derweil die Damen Renate und Liesel erklären Klaus, wo es eigentlich hergeht auf unseren alten Tag. Zum Beispiel hierher, wie Sie auf dem Bilde erkennen können. Ins Siebengebirge hinein. Kater Paulchen hat das alles längst erkannt. Nunmehr auch noch die Renate Lenzing, die hier wiederum vom Kater beobachtet wird, damit sie nicht vielleicht von diesem Roboter und Rasenmäher Robby angefahren wird. Wäre zu gefährlich. So, nun sind die Kameraden und Kameradieschen auf dem Wege und Anmarsch zu einem leichten Abendbrot. Naja, mal sehen, ob sie es auch alle vertragen können mit einem schönen Jeverpilz oder einem Gaffelkölsch. Naja, Roman ist mittlerweile eingetroffen, unser Jung, und trinkt ein Gaffelkölsch mit uns, dabei die anderen Wässerchen trinken, wegen der Hitze und dem Steuer. Thank you.
shines. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait.